schauen wir doch mal, was hier so geht. Moin moin und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir befinden uns hier im Wald der Fione, aber in der Seelenwelt sozusagen. Und links könnt ihr aber ein Seelengefäß sehen, das muss ich mit Tränen füllen. Aber ich darf mich nicht von Wächtern erwischen lassen. Oh. Ah, okay. Das, die können sich jetzt nicht bewegen. Okay, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich will der Schanzen. Das darf ich wahrscheinlich nicht berühren. Die glitzernden Flächen heißen Ala Traumata, wie auch mal ein besonderes Verstand ist. Triffst du auf sie wieder, so werden dich die Hüter sofort entdecken. Sind sie über die ganze Gegend verstreut, pass es auf, wenn du deine Schritte setzt. Ich glaube, ich mache es irgendwie bestimmt nicht richtig gerade. Es gibt bestimmt noch eine andere Idee, wie man es machen kann, aber das ist interessant. Okay. Nicht schlecht, haben wir einen eingesammelt. So, wir haben schon einige, noch nicht genug. Lass ein paar von denen mal liegen, damit wir nicht alle benutzen und wegkommen. Okay, wie kriegen wir das Ding? Achso. Oh, ich wollte gerade sagen, da war doch die Flüssigkeit. Kam die gerade hoch? Okay. Lauf! Oh. Ja, ja, muss man schon ein bisschen aufpassen hier. Oh Mann! Das ist ja auch gut. Aufpassen, ne? Ah, da kommen wir hoch. Okay, da hinten ist noch einer. Da ist hier das Traumata-Zeug da. Ja, lass mich runter. Da hinten ist das Grün auf jeden Fall. Es fehlen noch drei. Die drei. Ich sehe keine Signallichter mehr irgendwie.
Also hier gibt es ja anscheinend nichts mehr. Warum kann ich auch nicht gehen hier? So, dann müssen wir mal so eine Kristallkugel finden, damit wir die nochmal aufleuchten hier. Da drüben können wir nochmal rüber hopsen, sehe ich gerade. Okay, jetzt müssen wir uns mal eilen. Und die nervt mich so ein bisschen hier. Licht, okay. So, dann können wir hier runter machen. Da ist auch noch so ein Licht. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das wird aber nicht das letzte sein. Wir finden noch eins. Ja, guck mal, wir das finden noch. Da drüben, okay. Okay, dann müssen wir da nochmal längs. Da müssen wir auch hin. Alles machbar, alles machbar. Noch wir klettern. Da müssen wir auch hin. Oh, das ist blöd. Ich mach einen Geist hier. Das war gerade Glück. Was haben wir noch hier? So. Du hast alle gefunden. Doch noch ist die Prüfung nicht vorbei. Begib dich zu Vorsicht zum Ausgang, um ein Zeichen deiner Reife zu erhalten. Zum Ausgang. Hier da hinten sein, ne? Da ist der Ausgang. Okay. Du hast den Wasserdrachenschub erhalten. Einer der drei Schätze der Göttin. Er ermöglicht dir zu tauchen und die Wasserschraube auszuführen. Cool. Können wir gleich hier im Tempel auch machen, Quatsch, hier im Wald machen, weil da vorne war ja so ein Ding, wo man tauchen konnte. Huch, da ist er. Mein Glückwunsch, Gebieter. Gebieter, du hast die Prüfung bestanden. Dein Schwert hat jetzt die Kraft, die nötig ist, um alle heiligen Flammen zu finden. Dieser Wasserrandschub ist einer der Schätze der Göttin. Durch die Kraft der Wasserrand kannst du dich nun frei im Wasser bewegen. Die Flammen muss hier im Wald sein. Gebieter, ich vermute, dass sie in einem Ort befindet, den wir noch nicht entdeckt haben. Ich weiß auch wo. Mit dir kurz schnacken. Ist das etwa eine Schuppe vom Wasserdrachen? Damit kannst du dich im Wasser wie ein Drache in der Luft bewegen. Es gibt im Wald Orte, an denen du noch nicht gewesen bist. Warum nutzt du nicht die Kraft dieser Schuppe und suchst sie? Ho, ho, ho. So, die sind direkt hier hinter dem Ding. Das wissen wir nicht. Da kommen wir runter, ne? Wollen wir vorher nicht reinschwimmen? Können wir jetzt ja reinschwimmen? Gucken wir noch mal. Ah, eine Luftblase. Sehr gut. Ah, man hat ja relativ viel Luft, muss ich sagen. Oh. Schaffen wir noch eine Runde, ne? Okay. Da können wir hochkommen. Hä? Auftauchen.
Ah, warte mal. Bin ich nicht dagegen? Und Schwung. Okay, das war dumm. Keine Lust, mich mit dem abzugeben. Obwohl, warte mal. Oh nein! 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 Ein dummer Sprung. Mal hier hoch. Müssen wir anders machen. Darüber gehen. Kann doch darüber gehen. Jetzt? Okay. Ah, es gibt ja noch einen Weg da oben längs wahrscheinlich, oder? Da kann man schon auch irgendwo hochklettern. So aus, wir gehen erstmal hier raus. Gucken wir mal. Ganz ran. Gut, dann müssen wir. Hier rüber. Spring! Oh, das war dumm. Kannst du mich wegblasen? Anscheinend nicht. Hau ab, ihr blöden Bienen. Wespen. Hätte auch schlimmer ausgehen können, aber ist ja easy peasy ausgegangen. Gehen wir da rein. Was ist er denn? Müssen wir gegen den kämpfen? Ich glaube nicht. Oh doch. Okay, aber wie kriegen wir den Platz denn? Okay. Nein! Ach Quatsch, der fällt noch direkt runter. Na okay, dann können wir anfangen. Das wäre jetzt auch echt beschissen gewesen. Der
Was für ein dicker Klops. Was für ein dicker Klops, oder? Was für ein dicker Klops. Gut, wir speichern mal sicherheitshalber. Gespeichert. Ah. Jetzt hier weiter hoch, okay. Oh nein. Das sind alle? Okay, das wären noch ein paar da gewesen. Ich kann wahrscheinlich runterspringen oder so? Wollen wir gar nicht. Komische Geräusche hört man hier jetzt nicht. Du hast den höchsten Punkt des Baums erreicht. Wenn du dich von hier aus umsiehst, kannst du vielleicht ein bisher unbekannte Gebiete entdecken. Ach so. Doch, ich wäre ja schon da, wo ich hin soll. Anscheinend nicht. Ach, der pennt da oben. Wieder da oben. Das ist ein unbekannter Q. Das zuvor wahrgenommene Geräusch war mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% sein Schnarchen. Das geht nicht. Wer stört? Oh, einen Menschen sieht man hier nicht alle Tage. Ich bin ein Einsiedler vom Volk der Q und wache hier über diesen Wald. Ich weiß nicht, wie du es hierher geschafft hast, aber kannst du mich denn auch sehen? Klar. Und das obwohl selbst die anderen Q mich nicht sehen können. Aber sag, was will ein Mensch wie du eigentlich hier? Die Flamme. Du suchst die Flamme für dein Schwert, um einen dir die wichtigsten Menschen finden zu können? Ein Mensch, der mich sehen kann und nach der Flamme sucht. Versprichst du mir, dass du niemandem verrätst, was ich dir nun erzähle? Klar. Dann verrate ich jetzt, was sonst niemand weiß. Die Flamme, die du suchst, man nennt sie Pharaos Flamme. Diese Flamme, ihre Geschichte beginnt zu jener Zeit, da die Göttin noch unter uns wandelte. Sie vertraute die Flamme vom Wasserdrachen an, der hier im Wald von Firone lebt. Es heißt, die Göttin hätte sie für den, der vom Himmel kommt, in den Obhut des Wasserdrachen zurückgelassen. Und ich habe so das Gefühl, dass du das bist. Ich denke, du sollst dem Wasserdrachen mal einen Besuch abstatten. Wo ist er denn? Der Wasserdrache, der die Flamme hütet, haust im großen See im Süden des Waldes. Das Tor zum See ist allerdings verschlossen, um unwürdige fernzuhalten. Aber ich erkläre dir, wie du es öffnen kannst. Auf dem Tor ist ein Symbol. Du musst es mit der Kraft der Göttin füllen. Jedoch fehlt ein Teil des Symbols. Du musst es also vervollständigen. Um herauszufinden, wie es verfehlend aussieht, musst du das Symbol hier irgendwo im Wald finden. Das Gegenstück des Symbols im Süden befindet sich im Norden. Natürlich, wo sonst? Sieh dich mal an einen Ort um, den ich auf der Karte mit X markiert habe. Was ist? Hast du dir gemerkt, wo du das Symbol findest? Natürlich. Na dann, gute Reise. Warte! Das habe ich auch vergessen. Der Wasserdrache ist sehr stolz und legt Wert auf gute Manieren. Also achte auf dein Benehmen. Wenn er schlecht gelaunt ist, sagen wir so, gerade dann hat er Besuch zum Fressen gern. Vergiss nicht, du darfst niemandem verraten, dass ich dir von der Pharaos Flamme erzählt habe. Ich bin noch zu jung, um gefressen zu werden. Und achte auf deine Manieren. Ich gehe wieder schlafen. Good night. Okay. Also ich muss zu dem hinkommen, Karte. Ich bin jetzt da und ich muss theoretisch dahin. Huch. Das ist ja eigentlich da vorne, ne? Ich muss nochmal hin, aber die kann ich einfach runterspringen. Da kann ich ja, ne? Ja. Ja, dahin zum Punkt. Muss ja hier oben dann sein, ne? Aha. Hier ist das Symbol.
Muss ich irgendwas machen auch? Beträgt 80%. Gut. Ich schlage vor, dass du von diesem Soul gut einprägst. Mach ich. Können wir mal einen Screenshot machen davon. Klack. So. Und jetzt müssen wir wieder Richtung Süden. Habe ich recht? Ist ja auch irgendwie doof. Kannst du noch kurz speichern hier? Gut. Wir müssen jetzt hier hin. Hier wohnt der Wasserdrache irgendwie, ne? Schreicht. Und hier geht es wahrscheinlich das Tor rein. Gut, dann mal da runterlaufen. Gut. Kriegen wir hier hin. Zügig da, ne? Das ist der Wald ja gar nicht. Wieder mit einer wahrscheinlich von 58 findet sich hinter dem Tor eine Flamme. Die Kraft der Göttin von dir erzählt dir vom Himmelstrahl. Wahrscheinlich das Siegel, in dem ich empfehle, den Himmelstrahl zu sammeln und vor dem Tor das Muster zu zeichnen. Bitte? Jetzt haben wir hier einen Kreis rein, ne? Wo ich mir echt schlecht im Zeichnen sieht. Geh nochmal. Funktioniert eigentlich, ich dachte schon, das ist Originalzeichen, aber so geht's ja auch. Sehr gut. Halt, halt mal mit. Halt mal mit. Uah, nicht da runterfallen. So. Komische Wassersache, wo bist du? Wenn ich einfach nur runter jetzt, oder? Oder soll ich einfach runterspringen? Ich springe einfach mal runter, mal gucken, was passiert. Scheint wohl richtig zu sein. Was? Du kommst mit deinen Schuhen in mein Wasser? Was war's mit dem Manieren? Der Floriasee. Ach, wie idyllisch. Was ist er denn? Freund oder Feind? Was? Noch ein Mensch? Ich verschwinde, bevor er mich sieht. Kannst du da durchschwimmen und ich nicht? Oder was?
Du Nervensäge, folg mir nicht weiter. Ich sag es sonst dem Wasserdrachen. Komm ich wahrscheinlich nicht durch. Puh, du bist ganz schön weit gekommen, aber hier schaffst du es sicher nicht durch. Du siehst das anders. Dann versuch doch, mich zu fangen. Der hat er recht. Ich habe auch keine Waffe, die ich benutzen kann. Und ich kann auch diese Schraube machen, oder nicht? Ohne die Wasserschraube kommst du hier nicht weiter. Ich frage, wie die geht. Ah, so geht die, okay. Ha, was sagst du jetzt? Unmöglich, ein Mensch kann diese Technik nicht einsetzen. Oh, du hast eine Wasserdrachenschuppe. Heißt das, du bist der Auserwählte der Göttin, von dem der Wasserdrache vor langer Zeit gesprochen hat? Wenn das so ist, kannst du dem Wasserdrache vielleicht helfen. Was ist los? Er ist vor kurzem geschehen. Eine Bande von roten Kerlen und die allgemeine Führer haben den Wasserdrachen angegriffen. Der Wasserdrache ist sehr mächtig und hat sie auch alle fast gefressen, aber es waren doch zu viele. Die Anführer hat es geschafft, den Wasserdrachen zu verwunden. Unser Wasser reicht für das Heilen seiner Verletzung nicht aus. Bitte rede mit dem Wasserdrachen. Ich bring dich zu ihm. Na los. Hier sollte dein Freund von mir auf uns warten, aber er ist nicht hier. Dafür versperren uns Felsen den Weg. Und was machen wir jetzt? Nur keine Angst vor den Monstern da drüben. Sie sind das perfekte Anlass, um eine Wasserschraube auszuführen. Oh, das geht. Ach, guck mal. Okay, dann kann ich die Wasserschraube nutzen, um die Felswand. Okay. Müssen wir da den Felsen. Oh. Riesendiamant. Da müssen wir schon Wasser, wir brauchen schon Luft. Oh, du rote Diamanten. Rubine. Man sagt eigentlich immer Diamanten. Das sind Rubine. Oh. Na egal. So, wir müssen gucken, wo war noch was versperrt? So, jetzt wieder frei. Oh, ein Riesengebiet. Bald sind wir da. Da vorne wartet der Wasserdrache. Hier, warte mal. Ich will auch gerne, aber ich glaube, ich speichere einmal hier bei dir. Kann ich das? Kann ich nicht. Achso, ich kann da gar nicht ran. Okay, na gut. Dann komme ich doch zu dir. Okay, dafür brauchen wir noch immer ein bisschen Luft. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Wenn ich genug Luftblasen, okay. Hier, schnell. Was, du kannst nicht weiter? Ihr Menschen wird wirklich unpraktisch gebaut. Kommst du nicht oben drüber? Danke, ist doch nicht meine Schuld, dass du hier so abgefahrene, bekloppte Wege hast. Ich muss mal gucken. Vielleicht bin ich sehr... Kann die Blüte uns irgendwas machen hier? Ja. Ah, okay, warte mal. Okay, warte. Bam, so. Fantastisch. Nicht du. Schließlich ist das nur dank der Wasserschuppe gelungen. Ja, danke. Und jetzt? Wieder. Los.
Abgefahrene Wege hier im Wasserreich. Oh. Warte. Falsche Richtung. Na komm schon. Na? Ist das der Wasserdrache? Nee. Oh, nicht dieser Fisch. Ganze Schwärme dieser Fische haben den Wasserdrache angegriffen. Sei vorsichtig. Ah, guck mal. Großartig, kein Zweifel. Du musst der auserwählte Göttin sein. Ich folge dir. Da ist eine Tür. Kannst du sie öffnen? Nein, ich nicht. Endlich da. Gleich sind wir beim Wasserrahmen. Bitte warte einen Moment. Wie bekloppt. Aber wir sind da. Haben wir gut. Hier entlang. Ich komme. Ich finde ein bisschen komisch, der finde ich Link. Oh. Fione, was muss ich da sehen? Ein Mensch? Dieser Ort ist mein Heiligtum. Wesen wie du dürfen hier eigentlich nicht so sein. Und sag, wie bist du eigentlich überhaupt hierher gekommen? Bist du der Wasserdrache? Ich bin in der Tat der Wasserdrache, Fione, und behüte im Auftrag der Göttin diesen Wald. Auch in dieser Gestalt, die nicht der Göttin. Interessant. Du besitzt eine Wasserdrachenschuppe. Nur der von der Göttin Auserwählte kann sie erlangen. Du bist also auserwählt? Aber die Schuppe allein reicht nicht, um hierher zu kommen. So, der Q-Einsiedler hat dir also verraten. Er hat mir versprochen, die Sorten geheim zu halten. Nun, ich denke, ich werde ihn fressen müssen. Aber gut, du bist sicher auf der Suche nach der Flamme. Genau. Nun, das dachte ich mir. Ich kann nicht glauben, dass die Göttin einen kleinen, schwachen Jungen wie dich auserwählt hat. Aber lassen wir es auf einen Versuch ankommen. Der Anführer der Monster, Girahim, hat mir eine Wunde zugefügt. Das heilige Wasser in diesem Behälter sollte sie eigentlich heilen, aber die Wirkung lässt bisher zu wünschen übrig. Ich brauche frisches Wasser. Menschenkind, du musst mir heiliges Wasser bringen, wie das in diesem Behälter. Im Gegenzug zeige ich dir, wo die Flamme ist. Alles klar. Ich habe das verbliebene Wasser analysiert. Es kann nur mit der Aurasuche aufgespürt werden. Okay. Gebieter, du besitzt eine leere Flasche. Daran kannst du das Wasser transportieren. Ah, sehr gut, dass ich gute Flasche. Gut, dass ich eine leere Flasche habe. Sonst wird es mal wieder nicht klappen. Folge diesem Weg in den Wald von Fione. Nun beeil dich, ich warte nicht gern. Gut. Freut mich. Werden wir beim nächsten Mal aber machen, denn für heute ist es schon genug. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.